Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich endlich mal das Video, worauf ich schon so ewig hingearbeitet habe oder wo ich einfach schon so lange Bock drauf hatte, es zu machen. Ich habe so extrem viele neue Lippenprodukte für euch getestet. Ich bin ja eigentlich so der Lidschatten-Paletten-Junkie, aber ich hatte ein Video gesehen von Samantha Rondal und habe mir da einige Lippenprodukte bestellt. Und ich wollte sie euch einfach heute alle im Video präsentieren. Ich habe sie euch alle auf den Lippen geswatcht. Ich werde euch alles sagen, was mir aufgefallen ist, welche das Geld wirklich wert sind, wo ich eher sage, das Geld würde ich nicht nochmal ausgeben. Und welche Lippenprodukte das sind und welche mich mega umgehauen haben, die ich euch so empfehlen möchte, die zeige ich euch natürlich jetzt sofort im Video. So ihr Lieben, das erste, womit ich anfangen möchte, wie könnte es anders sein? Ich habe in den letzten Monaten von kaum einem Lippenprodukt mehr gesprochen als von den Marc Jacobs Gloss Sticks oder wie sie auch heißen. Aber ihr wisst schon, welche ich meine. Die gibt es ja mittlerweile bei Sephora Deutschland zu kaufen. Ich habe vier Farben hier. Der erste Farbton, den ich habe und den ich euch natürlich im Lippenswatch einblende, ist die Farbe Sugar Sugar. Ein wunderschöner Ton. Für mich persönlich ist es jetzt nicht der Ton, wo man sagen würde, meine Lippen nur schöner. Man sieht auf jeden Fall, man hat ein Lippenprodukt drauf. Aber es ist wirklich sehr schön. Die Lippen sehen super gesund aus. Das ist wirklich auch etwas, was ich bei den Gloss Sticks so einfach hervorheben möchte. Die Lippen sehen unfassbar schön, sexy und gepflegt und gesund aus. Natürlich, was ich an der Stelle sagen möchte, die Basis macht's. Wenn eure Lippen in Fetzen hängen, dann wird es egal, welches Lippenprodukt darauf furchtbar aussehen. Deswegen immer danach gucken, dass die Lippen schön gepflegt sind, dass man sie auch mal, sag ich mal, wenigstens einmal die Woche schön peelt. Ich zum Beispiel benutze da von Jeffree Star dieses Peeling, was er hat, was ich sehr weiterempfehlen kann. Das kann ich euch auch mit oben in die Infobox verlinken. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil das wirklich alles runternimmt, zum Beispiel die abgestorbenen Hautschuppen und danach sind die Lippen wirklich wunderschön gepflegt. Also nicht nur ich nutze das Produkt, sondern auch mein Mann und wir sind sehr zufrieden. Deswegen ein kleiner Tipp am Rande hier. Die nächste Farbe, die ich auch sehr schön finde, ist Preach. Ist ein eher sehr frischer und sehr, wie soll ich sagen, gesunder Ton. Das bedeutet einfach, dass man so erfrischt aussieht. Meiner Meinung nach ist es auch eher so jugendlich. Es ist einfach nicht so ein aufdringlicher und sehr, sehr frischer Look. Mir persönlich gefällt er sehr gut, weil er einfach so gesund auf den Lippen aussieht. Ich persönlich mache das immer so, dass ich gerade diesen Ton eher nur einen Hauch auftrage, damit es nicht zu aufdringlich ist. Man kann es auf jeden Fall aufbauen. Ich persönlich mag das eher, wenn es ein Hauch von Farbe auf den Lippen ist. Und dann mag ich den Farbton sehr gerne. Eine weitere Farbe, die ich mir gekauft habe, ist One Move Time. Auch wunderschön, auch eine sehr tragbare Farbe, die mir sehr, sehr gut gefällt. Auch da fühle ich mich einfach extrem wohl mit dem Ton und mein absoluter Favorit, und ich kann es nicht glauben, dass ich das auch sage, ich habe mir bereits ein Backup bestellt, weil ich so besessen von der Farbe bin. Die Farbe Mocha Chocolata ist traumhaft schön. Das ist eigentlich der Ton, wo ich sagen würde, meine Lippen einfach nur viel, viel, viel schöner vom Ton. Ich fühle mich mega wohl mit der Farbe. Ich mag an denen, dass man die einfach ohne Spiegel auftragen kann, ohne dass es ein Desaster ist und dass man sie wirklich bequem tragen kann auf den Lippen. Man hat durch den Glossstick einen leicht zimtigen Geschmack auf den Lippen und Glitzer, aber es ist beides nicht so penetrant, dass es mich stören würde. Deswegen hier... Oh, ich muss niesen. Deswegen hier auf jeden Fall eine ganz große Weiterempfehlung. Ich bin ein extremer Fan von denen. Wie gesagt, vier Farben habe ich, einen als Backup. Ich glaube, das sagt wirklich extrem viel an der Stelle aus. Nächstes Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist von Buxom ein Gloss in der Farbe Selena. Das ist etwas, was ich bei Carly Bible im Video gesehen habe. Sie hat selber die, glaube ich, als PR zugeschickt bekommen und ein Video darüber gemacht. Ich glaube, das war auch ein Sponsored Video. Aber die Lippenprodukte sahen so, so schön aus, deswegen wollte ich es unbedingt testen. Das Ungewöhnliche an dem Lipgloss ist, finde ich, dass es so eine Art Paddel hat. Man hat jetzt hier keinen Pinsel oder so einen Applikator, sondern wirklich so ein Plastikpaddel. Finde ich ein bisschen komisch. Dadurch lässt sich der Gloss nicht so 100% optimal verteilen, meiner Meinung nach. Aber es ist auf jeden Fall jetzt keine Katastrophe, sagen wir es so. Der Gloss an sich ist sehr, wie soll ich sagen, dass er die Lippen so plumpig macht. Also kennt ihr das, solche, die so ein bisschen kribbeln? Du merkst, dass die so die Lippen einfach so ein bisschen aufpolstern sollen. Das ist definitiv so ein Gloss. Er hat auch so ein holographisches Finish, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich habe den sogar auch schon mal über einem eher bräunlicheren Ton getragen, was super schön aussah. Die Qualität ist sehr gut, der hält sehr lange, der Gloss. Ich bin sehr zufrieden und deswegen bereue ich den Kauf auch überhaupt nicht. Eine Zuschauerin hat mir den aus den USA mitgebracht. Mittlerweile gibt es die auch bei Cult Beauty. Deswegen werde ich ihn euch auch in die Infobox setzen, weil ich konnte mal wieder nicht warten. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich kriege ihn nicht mehr. Aber
Nee, er kam dann auch irgendwann zu Cult Beauty rein. Alle Sachen, die ich finde, die ich heute vorstelle, werde ich euch natürlich in die Infobox setzen. Das mache ich natürlich immer. Das nächste Produkt ist von Love. Das ist auch etwas, was mir zugeschickt worden ist. Ich habe ja auch auf Instagram ein Video online gestellt. Ich war unfassbar überrascht über die Qualität, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon öfter gehört, dass Love eine super gute Marke ist von vielen meiner Zuschauer, die ich unbedingt mal testen soll. Und deswegen habe ich auch sozusagen die Chance ergriffen und mit denen zusammengearbeitet. Warum nicht, wenn ich so viel super tolle Sachen von der Marke gehört habe? Und auch von dem Lippenprodukt war ich extrem beeindruckt. Das hier ist ein Lip Glow. Ich glaube, die Farbe hieß auch Forever Rose. Also im Endeffekt ist es so eine Art Lip Balm. So würde ich das zumindest beschreiben. Super schön, wie ich das sehr gerne trage. Bei mir ist der Ton ein bisschen zu pink. Aber wenn man den ganz leicht zum Beispiel auf den Lippen aufträgt und ich habe den zum Beispiel im Video auch so mit den Fingern verblendet, das ist ein super schönes Lippenprodukt, fühlt sich toll auf den Lippen an. Das ist jetzt nicht so ein Lippenprodukt, was natürlich irgendwie 15 Stunden auf den Lippen hält, aber ich finde, es ist ein super schönes Lippenprodukt, auch etwas, wo ich zum Beispiel sagen würde, könnte ich auch sehr zum Beispiel als Lippenprodukt für die Schule oder für die Arbeit sehen, weil es einfach nicht so extrem aufdringlich ist. Ein Produkt, was ich auch wegen Samantha Rondal gekauft habe, war der Lapsilylé Lecker von Lancôme in der Farbe 202. Es ist ein bisschen zu hart zu sagen, es ist ein Flop-Produkt, aber definitiv nicht ein Lippenprodukt, was ich nochmal kaufen würde. Die Formulierung ist unfassbar ungewöhnlich. Man hat nämlich so einen richtigen, wie soll ich sagen, als würde man Wasser auf den Lippen auftragen. Also wirklich, wie gesagt, eine außergewöhnliche Formulierung. Ich finde die Farbe auch schön, aber wie soll ich sagen, ich fühle mich nicht 100% wohl mit der Formulierung, deswegen war das für mich eher so ein Produkt, ja, das ich einfach nicht nochmal nachkaufen würde, wo ich auch keine anderen Farben testen würde, was ich glaube ich auch aus meiner Sammlung jetzt wieder aussortieren werde. Wie gesagt, ich war einfach nicht 100% zufrieden, man muss sich auch mit dem Lippenprodukt wohlfühlen oder allgemein mit einem Produkt und deswegen für mich eigentlich so der Flop in diesem Video. Weiter geht's mit einem MAC Lippenstift, den ich heute auch auf den Lippen trage, die Farbe Sea Sheer. Ist ein Luster-Finish und ich kann euch sagen, es ist eine wunderschöne, tragbare Farbe. Auch etwas, wo ich sagen würde, wenn man ungeschminkt rumläuft und einfach nur irgendwas auf den Lippen haben möchte. Die Farbe passt einfach 100% Sea Sheer. Es ist wirklich ein sehr schieres, das gibt es glaube ich im Deutsch nicht, ein sehr durchsichtiges Lippenprodukt. Also ich habe zum Beispiel Sommersprossen auch auf den Lippen, zum Beispiel mitten auf meiner Unterlippe und hier an der Seite. Ist einfach auch so ein richtig schöner, tragbarer Lippenstift, nicht schwer, wunderschön, angenehm. Also ich bin wirklich ein ganz großer Fan von dem Lippenprodukt. Also auch das wurde von Samantha Rondal in dem Video empfohlen. Auch auf jeden Fall ein Lippenstift, der in meiner Sammlung bleiben wird. Außerdem habe ich drei Produkte von Dior zugeschickt bekommen, die ich auch für euch getestet habe. Und zwar unter anderem den Dior Addict Lecker Plump. Das ist auch sozusagen sowas in der Art wie den von Lancôme, der mich nicht überzeugt hat. Ich kann euch aber sagen, der von Dior hat eine viel schönere Formulierung. Auch die Farbe hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich gerne trage, wenn ich zum Beispiel knalligere Töne trage, dann sind es solche, wie soll ich sagen, Hot Pinks. Also die definitiv in eine wärmere, pinke Richtung gehen, also nicht zu kühl. Und das ist definitiv so eine Farbe. Ich habe mich sehr wohl mit dem Lippenprodukt gefühlt. Sehr angenehm zu tragen, zieht keine Streifen. Also eine ganz große Empfehlung. Wenn ich nochmal also so eine Formulierung kaufen möchte, testen möchte, dann gehe ich auf jeden Fall zu Dior. Weil ich muss ehrlich sagen, der von Lancôme kann da nicht mithalten. Mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Es ist übrigens auch eins von diesen Plump-Lippenprodukten. Das bedeutet, dass die Lippen nochmal voller aussehen. Und im Übrigen versorgt er die Lippen auch mit Feuchtigkeit. Also nach 24 Stunden, glaube ich, stand da irgendwie 78% mehr Feuchtigkeit. Also wirklich ein ganz tolles Lippenprodukt. Ich bin sehr zufrieden. Man sieht es wirklich auch in den Nahaufnahmen, dass die Lippen wunderschön gepflegt und voll und einfach richtig gesund aussehen. Das nächste, was mir zugeschickt wurde, war der Lip Glow Color Reviver Balm, also das ist ein Balm und er ist wirklich so schön. Das ist übrigens auch eins der Lippenprodukte, was ich heute auf den Lippen trage. Ich habe nämlich heute einmal den MAC Sea Sheer drauf und dieses Lippenbalm, weil es die Lippen nochmal so richtig schön, wie soll ich sagen, gesund aussehen lässt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also ich trage den jetzt schon ein paar Videos, aber ich finde einfach diese Lippenkombination wunderschön. Ich habe den Sea Sheer nochmal aufgetragen, wegen dem Farbton, damit es einfach besser mit dem Augenlook zusammenpasst. Aber ich bin sehr zufrieden. Auch dieses Lippenprodukt ist etwas für den Alltag meiner Meinung nach. Egal ob in der Schule oder in der Arbeit, ist es wirklich ein ganz tolles Produkt hier. Sehr angenehm. Ich hatte keine Probleme. Ich finde einfach, die Lippen sehen so schön frisch und gesund aus. Das ist etwas, worauf ich in letzter Zeit einfach so abfahre. Also wenn die Lippen richtig, richtig schön und gepflegt aussehen, ich glaube,
Das ist eigentlich so das Nonplusultra, was jeder möchte, dass die Lippen einfach auch schön und gepflegt sind. Und das kann ich auf jeden Fall sagen von Dior, der Lip Glow gehört da auf jeden Fall mit dazu. Ein letztes Lippenprodukt von Dior, was mich einfach umgehauen hat und ich werde auf jeden Fall hier noch ein paar Farben kaufen. Ich glaube, ich habe mich noch nie mit einem klassischen Lippenstift auf Anhieb so wohl gefühlt. Die Formulierung ist ausgezeichnet. Also es gibt kein anderes Wort als ausgezeichnet. Von den drei Produkten von Dior, die mir zugeschickt worden sind, ist der Lippenstift für mich die Nummer 1. Man sieht es auch in den Bildern. Kennt ihr das, wenn man durchdreht? Wenn man Fotos macht oder Videoaufnahmen, jetzt gerade für YouTube, man merkt einfach, wie man sich in Pose schon setzt, dass einem ein Produkt besonders gut gefällt. Das ist definitiv bei dem Dior Lippenstift hier der Fall gewesen. Ich hätte ewig quasi Nahaufnahmen machen können, weil mir der Lippenstift einfach so unfassbar gut gefallen hat. Der Auftrag ging super und was mir einfach gefällt, es ist nicht so ein furztrockenes Matt, sondern es hat eher ein Glossy Finish, was dann einfach nochmal super sexy zu dem Rot einfach wirkt. Mir persönlich hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich bin extrem begeistert. Ein wunderschöner Ton. Also normalerweise bin ich bei Rottönen immer vorsichtig als Lippenform. Aber ich finde, der ließ sich so super auftragen. Der ist so angenehm zu tragen. Und eine ganz, ganz große Kaufempfehlung an der Stelle. Wie gesagt, ich schaue mir hier auf jeden Fall noch ein paar andere Farben an. Ich hoffe, da sind auch ein paar Nude-Töne so aus meinem Bereich da, die ich dann einfach ausprobieren kann. Weil, wie gesagt, die Formulierung und die Farbe fand ich so, so schön. Hat mir wirklich extrem gut gefallen. So, kommen wir zur letzten Marke, über die ich heute sprechen möchte. Und zwar Fenty. Ich habe auch drei Fenty-Produkte mir gekauft in letzter Zeit, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Reden wir zuerst einmal über die Glosse. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist von Fenty der Diamond Milk Gloss. Oh mein Gott, Leute. In letzter Zeit gab es doch die Desi X Katie Collection. Ich habe mir nicht mal die Glosse gekauft. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Die kommen eh nicht an die von Fenty ran. Das sind wirklich so unfassbar tolle Glosse. Die riechen, als hätten, wie soll ich sagen, eine Wassermelone und eine Erdbeere ein Baby gemacht. Und dann kam ein Fenty Gloss raus. Die sind so lecker vom Geruch. Ich liebe die einfach. Oh, die sind einfach so lecker. Der Applikator ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich so, als würde Seide über deine Lippen gleiten. Es ist so ein tolles Produkt. Das fühlt sich so, so unfassbar gut an. Also wirklich, mir fällt spontan kein Gloss ein, den ich je mehr gemocht habe. Ich finde auch Preis-Leistung ist mehr als, wie soll ich sagen, zufriedenstellend. Ein wunderschöner Gloss würde ich jedes Mal erneut kaufen und weiterempfehlen. Ich hoffe, die sind so schlau und lassen Diamond Milk drin, weil der lässt einfach die Lippen richtig schön feucht, glänzend erscheinen. Und übrigens, da ist Glitzer drin, ohne dass man es in irgendeiner Form spürt. Und das ist unfassbar selten, weil ich finde bei Dose of Colors, ich liebe Dose of Colors, aber bei deren Glosse mit Glitzer, du spürst wirklich so dieses Sandige auf den Lippen. Und bei denen ist das überhaupt nicht so. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die Farbe Fenty Glow. Das war sozusagen der erste Gloss, der rausgekommen ist. Auch eine wunderschöne Farbe, sehr tragbar, genau dasselbe, riecht genauso lecker, lässt sich genauso toll auftragen. Der Applikator ist einfach so monsterdick, du brauchst definitiv nicht nochmal reingehen. Ich bin auch hier so zufrieden, für mich sind es gerade aktuell die Glosse, die ich einfach immer mittrage, zusammen mit den Marc Jacobs Dingern. Also das sind einfach in letzter Zeit die Sachen, die ich am meisten getragen habe. Viele Sachen sind hier auch neu, aber hier kann ich auch wirklich meine Hand für ins Feuer legen. Die sind wirklich absolut fantastisch. Und auch ein Lippenprodukt, was so schön ist, ist die neue Farbe von den Stunner Lip Paints von Fenty. Sorry, ich muss ablesen. Das ist die Farbe Uncuffed, glaube ich, heißt es. Das ist dieser mittlere Nude-Ton, der rausgekommen ist. Der helle war mir zu hell und der andere, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, zu dunkel. Aber die Farbe ist traumhaft schön. Ich weiß auch nicht, wie ich den Applikator beschreiben soll. Ich sage jetzt einfach Nippel. Ich bin 28, deswegen reden wir auf meinem Kanal über Nippel. Auf jeden Fall. Man sieht hier, das ist so eine schwer zu beschreibende Form. Auch hier das Lippenprodukt ist einfach nur der Wahnsinn. Also ich bin so begeistert von Fenty. Ich kann es echt nicht in Worte fassen. Der Applikator ist so toll. Die Formulierung ist so mega. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte noch nie einen Liquid Lipstick, einen klassischen Liquid Lipstick, der wirklich trocken antrocknen soll, also wirklich komplett trocken. Oh, ich liebe es, wenn ich so formuliere. Auf jeden Fall, es ist mit Abstand die beste Formulierung in Liquid Lipstick Form, die ich jemals in der Hand hatte. Wirklich zieht keinen Streifen, lässt sich 1A auftragen, bombastisches Tragegefühl, überhaupt nicht trocken, betont nicht irgendwie hässlich irgendwelche Stellen.
Wunderschöne Farbe, also angehabt kann ich wirklich die Hand für ins Feuer legen. Traumhaft schön. Ich bin extrem begeistert. Ich habe den Rotton auch irgendwo, aber ich finde ihn aktuell nicht. Ich plane schon, ein nächstes Video in der Form zu machen, wo ich neue Lippenprodukte für euch vorstelle. Deswegen lasst es mich wissen, ob da Interesse besteht. Mache ich sehr gern für euch. Aber das sind auf jeden Fall jetzt aktuell die Lippenprodukte, die ich neu für euch getestet habe. So, ihr Lieben, ich glaube, ich verabschiede mich jetzt mal verflucht schnell aus diesem Video, weil es blinkt schon rot. Meine Kamera wird gleich ausgehen. Deswegen, ich hoffe natürlich sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst mir natürlich super gern Daumen nach oben da. Da würdet ihr mir eine große Freude mitmachen. Ansonsten könnt ihr natürlich hier noch ein paar Videos von mir anschauen oder mich hier abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Und jetzt schnell, bevor die Kamera ausgeht.